Hallo Freunde, willkommen zurück am Nordstrand. Jetzt will ich wieder meine Hölzer reinbringen. Da noch ein Bild gemacht. So, die erste Fuhre Kartoffeln ist unterwegs. Das funktioniert hoch, ihr verkauft die jetzt und fährt dann wieder zurück. Ich habe das erste Gewächshaus ist im Autodrive drin und funktioniert. Das zweite ist drin, aber muss jetzt mal angefahren werden, ob es auch funktioniert. Das testen wir gleich. So, bester Verkaufspunkt ist mein Sellpoint, mein eigener Platz. Wen wundert's? Aber ist egal. Ich muss die Kartoffeln loswerden, wenn ich Gewinn mehr mache, ist noch besser. Ich muss erst mit dieser, glaube 30.000 Miete für eine Roda reinkriegen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was ich kriege für so Kartoffeln. Faszinierend, der so langsam da drauf fährt, so vorsichtig. Also ich finde das toll. So, Kartoffeln gehen rein. Sieben. Das heißt, zwei Touren habe ich auf jeden Fall die Miete dran. Das ist schon mal nicht schlecht. Gut, der kann da nicht drehen, das muss er auch im Hof machen. Das ist kein Problem. Der ist wieder voll, das ist schön. Also da kriege ich auf jeden Fall die Miete wieder rein. Du bist hier zum Füllen. Das machen wir jetzt und dann gucken wir, dass der das zweite Gewächshaus bewässert. Dann habe ich gesehen, ich muss ja noch Stroh bei den Kühen reinpacken, damit die weiter Mist machen. Ist sowas drin oder nicht viel? Gewächshaus 2 und ausladen. Na komm, noch ein bisschen. Zum ersten ist der Live an, ich war das funktioniert, da bin ich ja schon sehr beruhigt oder sehr erfreut sogar. Jetzt mit dem zweiten, das auch so gut funktioniert, wäre das noch so noch besser. Ich muss dann nur noch ein bisschen malen. So, hier auch einen Baum muss ich noch wegmachen, genau. Das habe ich auch ganz vergessen. Doch zwei gesagt. Okay, da muss ich ihn noch mal dran erinnern. Hat er erstmal wieder den ersten reingepackt. Okay. Weil er beim ersten dran ist und der kann das gebrauchen. Das ist er, wenn er zwei Trigger hintereinander packt. Dann kann er das nicht so gut. Hier füllst du nicht. Ah, du musst näher ran. Gut. Das heißt,
So. Dann sollte es auch funktionieren. Dann fahren wir wieder zur Wasserstelle. Oh, Moment. Wenn er da steht, lässt er wenigstens meinen Autodrive-Kurs dabei, dann kann ich besser malen. Ja, ich mache es ein bisschen breiter, klar, aber wer meine Fahrkenntnisse kennt, der weiß, ich brauche viel Platz. Ist ein bisschen besser, wenn ich besser aushole. Doch. Gut, da geht er noch ein bisschen drüber. Da auch, das muss noch. Das machen wir nachher. Nein, das kann ich nicht so machen. Das sollte reichen. Der ist schon wieder da, dann kann ich das voll machen. Da können wir noch ein bisschen malen, schon dran sind. Und dann versuchen wir es nochmal, Wasserstelle, also Gewächshaus 2. Ein neuer Versuch. Ist fährt er durch. Gut, der erste ist voll. Wenn der erste voll ist, fährt er zum zweiten. Das ist gut.
Das funktioniert. Ich hätte jetzt auch sagen müssen, der soll abladen. Das macht er mir nicht, weil ich ihm nicht gesagt habe. Ob genug drin ist, weil ich brauche das Ding ja dann wieder. Passt da 8000 rein, dann kann ich noch einmal Wasser holen. Dann immer kein Wasser drin lassen, weil ich muss dann wieder Milch da reinpacken. Aber ich glaube, einmal fahren wir noch. Derzeit gucken wir mal, was du machst. Du stehst hier und der dreht dahin. Der macht das richtig schön. Also, ich muss dann auch nacharbeiten. Wie gesagt, da vorne Seite fehlt was. Wegen dem Baum oder der. Die Kante kann er drüben auch nicht. Aber. Der kommt richtig Geld bei rum. Ne? Seht das richtig? Gut, die Baukosten sind noch nicht wieder drin. 30.000 Miete. Der hat es einmal Kartoffeln weggebracht. Okay, deswegen reicht das noch nicht. Also er müsste noch zweimal fahren, dann habe ich, dann nenne ich wenigstens wieder Plus heute. Aber das schaffen wir. Zweimal müsst ihr noch fahren. Einmal hat er schon. Könnt ihr hinkommen. Bist schon wieder da. Also zurück geht schneller als hin. Wahrscheinlich, weil der Anhänger leer ist. So. Die ist fast voll. Versuchen wir es dann noch mal mit dem Gewächshaus. Gewächshaus 2. Machen wir Gewächshäuser irgendwo. So ein bisschen Ordnung reinbringen. Ein neues. Klar, ich kann es selber fahren, sicher. Werden viele sagen, das kannst du auch selber machen. Gut, aber für den Fall, dass ich dann nicht mache, also da viel teuer, habe ich gerade gesehen, ist es vorbereitet auf jeden Fall. Ich kann sagen, fahr in der Zeit, können wir was anderes machen. Im August. August kann ich auch schon wieder. Ich muss säen. Denn ich muss ja meine Felder voll kriegen hier. Robert, die sind fertig soweit. Richtig. Da oben muss ich noch meine Daten holen. Das hat er noch gar nicht gemacht. Ich vergessen. Wo muss ich denn da? Raps Eich. Im September kann ich erst machen. Okay. Und ab wann kann ich Zucker? Zuckerrüben erst im März. Gut, das hat dauert. Die sind auch im September. Es ist alles im September. Da wieder ein bisschen nachfüllen können, deswegen steht er hier, also ist stehen geblieben. Da ist der Boden etwas uneben. Ist aber nicht schlimm.
So, den macht er hoffentlich leer. Dann muss ich wieder auf meine Kartoffeln gucken. Dann muss ich dringend Stroh essen. Jetzt hier fertig, Gewächshäuser. Da ist voll, da ist auch voll. Gut. Du kannst ja zu dieser Stelle fahren, kannst auf jeden Fall. Und dann kann ich selber weiterfahren. Du füllst dich wieder, das ist noch besser. Ja, auf 3 Touren komme ich doch, wie es aussieht. Mindestens. Jetzt sogar 4. Dann wird es richtig gewinnbar, dann wird sich lohnen. So, jetzt kann ich da ausschalten und selber fahren. Verkaufen. Egal, ich mache jetzt erstmal das der Stroh, damit die Kühe wieder glücklich sind. Das sollte mit dem Ladewagen funktionieren. Ich wieder nichts. Ja, das ist es mit der Tastatur. Etwas zu lang gedrückt, dann zieht er auch wirklich in die Richtung. Das werde ich mit dem Wasserfass auch machen können. Hier durchfahren selber ist gut, aber das mit Autodrive, da ist, glaube ich, immer ein bisschen zu viel Möglichkeit, da hängen zu bleiben. Ich finde, so wie ich es jetzt habe, ist ganz gut. Können wir mitleben. Es geht alles optimaler, klar. So eine ganze Menge rein, ne? Oh. Jetzt zeigt das voll an. Also kann er doch eigentlich auf Silo zugreifen. Warum muss ich denn dann nachladen? Das verstehe ich jetzt nicht. Egal. Parken Ladewagen. Der andere ist gerade aber Kartoffeln verkaufen. Habe ich gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Ja, der ist schon fertig und dreht jetzt wieder.
Aber ich denke, das ist genug für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da. Haut auf die Glocke. Bleibt gesund, mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.